Hallo Tischtennisfreunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wie ihr jetzt gerade sehen könnt, ist schon wieder die Vorhandsense am Start. Und zwar kombiniere ich jetzt die beiden Übungen, die ich euch schon gezeigt habe, nämlich den Wechsel von Rückhandabwehr in die Vorhandabwehr und dann auch noch der Wechsel von Vorhandabwehr in Angriff. Hier spiele ich jetzt erstmal nur den Vorhandangriff, dann ist es leichter. Wenn euch das zu langweilig ist, könnt ihr natürlich auch direkt sagen, ihr dürft auch mit der Rückhand angreifen. Also die Übung lautet ganz einfach, ich mache Rückhandaufschlag frei. Justus spielt mir Topspin Rückhand, Topspin Vorhand und schupft dann in Mitte bis Vorhand. Und den versuche ich dann auf Punkt zu ziehen. Ja, und ich muss selbstkritisch sagen, meine Vorhandsense, meine Vorhandabwehr ist halt wirklich nicht mehr so geübt. Schauen wir uns jetzt gleich mal in Zeitlupe an, wie sie aussieht. Und hier könnt ihr sehen, ich treffe den Ball zu tief und mache zum Schluss auch noch so eine Bewegung nach oben. Dadurch ist meine Vor- und Abwehr relativ hoch. Und hätte Justus nicht die Vorgabe, schupfen zu müssen, mein Vor- und Abwehrball, hätte er auch öfter mal schießen können oder feste nach vorne ziehen können. Ja, weil die Vor- und Abwehr zu hoch ist. Was ihr also besser machen könntet, ist zum Schluss der Bewegung einfach, ja, dass ihr nicht nach oben geht, sondern einfach unten bleibt und den Ball ein bisschen höher trefft. Da kriegt ihr einen flacheren Abwehrball mit der Vorhand hin. Hier war auch schon mal der Abwehrball mit der Rückhand hoch. Weil ich zum Schluss auch aufrecht gehe. Also achtet mal drauf, hier gehe ich so richtig nach oben. Deswegen ist der Abwehrball auch relativ hoch. Hier ist ein bisschen flacher mal der Abwehrball mit der Vorhand. Ja, weil ich den Ball nicht ganz so tief treffe wie vorher. Also das ist so lesson learned. Bei der Vor- und Abwehrball relativ weit oben treffen, vielleicht sogar einen Tick über Netzhöhe und dann zum Schluss nicht so nur noch eine Bewegung aus dem Handgelenk nach oben, sondern einfach den Ball, den Schläger unten lassen. Ja, und natürlich beim Angriff solche Bälle nutzen, dann habe ich einen Tick zu spät getroffen. Ja. Was mir sehr gut bei der Übung gefällt, ist, dass ich hier wieder Rückhandaufschlag einbaue und bei diesem Wechsel hier von Vor- und Abwehr in den Angriff ja, schafft es Justus kaum viel Unterschnitt in seinen Schupfball zu bekommen, da ich selbst nicht viel Schnitt in der Abwehr erzeuge und so komme ich dann sehr gut zu einem Endschlag, was natürlich ja, sehr spielnah ist, da es als Abwehrspieler darum gilt, wenn man selbst zum Angriff kommt, möglichst schnell einen Punkt zu erzielen. Gelingt mir nicht immer. Ich ziehe dann öfter im Spiel mal mit Spin vor. Aber es liegt auch daran, dass ja, die Bälle da oft nicht so liegen, dass ich auf Punkt ziehen kann. Ja, schauen wir uns jetzt noch einen Ballwechsel an. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Üben. Ja, ist, denke ich, eine gute Ergänzung, wo ihr jetzt die beiden Übungen aus dem letzten Video super kombiniert. Ist natürlich relativ anspruchsvoll, aber hoffe, es gelingt euch. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr damit zurechtkommt. Und ja, habt Spaß mit der Übung. Macht's gut. Ciao, ciao.